Also wir wurden heute alarmiert zu einem LKW-Brand, Fahrtrichtung Stuttgart, Höhe Gemeinde Grödingen, also beim Lärmschutzbund. Das Stichwort, Alarmstichwort für uns war ein Brenn 3 LKW auf der Autobahn. Alarmiert wird hier die Feuerwehr Grödingen, die dann mit dem Löschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug einrückt. Und wir haben uns dann noch zusätzlich die Feuerwehr Wiesensteig zur Unterstützung geholt, die den Tank, den Kraftstofftank abgepumpt hat, damit die Gefahrstoffe an der Einsatzstelle direkt gebaut wurden. Als wir eingetroffen sind, war der LKW des Fahrerhauses im Vollbrand. Wir haben dann sofort mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz und einem Zero die Brandbekämpfung gestartet, haben die Einsatzstelle abgesichert und mit einer Riegelstellung den Auflieger, den Anhänger der Firma geschützt und den Schaden versucht, so gering wie möglich zu halten. Und dann natürlich gleichzeitig nach vorne gearbeitet und das Fahrerhaus abgelöscht. Besondere Herausforderung ist jetzt hier alles zu koordinieren. Wir brauchen Abschleppkräfte, wir brauchen die Straßenmeisterei zum Absparen. Wir brauchen jemanden, der den Gefahrstoff, den Diesel abtransportiert. Wir brauchen die Feuerwehr Wiesensteig zur Unterstützung, die den Kraftstofftank abpumpen kann. Wir müssten die Wasserversorgung sicherstellen. Es sind einige Aufgaben zu koordinieren, aber das sind wir gewohnt und das können wir. Wir haben es heute recht gut im Griff gehabt. Wir haben ca. 4 Kubikmeter Wasser benötigt. Wir haben ein Tanklöschfahrzeug, auf dem wir 5 Kubik Wasser schon mitführen. Wir haben aber mit dem Gedanken gespielt, da wir ziemlich nah an der Ortsrandlage sind, ob wir eine Wasserversorgung aus dem öffentlichen Hydrantennetz aufbauen. Wir haben 5 Feuerwehrfahrzeuge und ca. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Grödingen und Wiesensteig im Einsatz. Aktuell wird jetzt gerade das Fahrerhaus angehängt an den Abschleppwagen. Da wird dann abgehängt vom Auflieger. Dann wird die Fahrbahn gereinigt, die Brandschadstoffe von der Fahrbahn abgetragen, die sich teilweise auch mit der Fahrbahn verschmolzen haben, Kunststoffteile und ähnliches, die dann durch den Brand geschmolzen und sich verklebt haben auf der Strecke. Die müssen wir dann noch abwagen und dann gilt es auch noch, den Anhänger abzutransportieren und natürlich die Sicherheit während der Zeit für die Einsatzkräfte sicherstellen und die Einsatzstelle entsprechend abzuspannen. Wir hatten anfangs eine Vollsperrung und wir sind immer bestrebt, schnellstmöglich den Verkehr wieder ins Fließen zu bringen, dass sich der Stau reduziert. Dementsprechend haben wir recht zügig danach geschaut, dass wir den linken Fahrspur wieder frei bekommen, dass der Verkehr wieder rollen kann und der Stau sich wieder vermindert und reduziert. Ich denke, wir werden noch eine gute Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei hier sein, bis alle Aufräumarbeiten erledigt sind und dann werden wir schnellstmöglich zusammenpacken und das Bettchen aufsuchen. Ne?
durch. Thank you.